K1 die Reportage, Themen, die bewegen. Heute, wenn Deutsche sich ins Paradies absetzen. Sie träumen vom süßen Leben mit viel Sonne, wenig Arbeit und schönen Mädchen. Ihr Glück suchen sie in der Dominikanischen Republik. Doch der Schein trügt, die Träume zerplatzen schnell. Manche verlieren sogar ihr gesamtes Vermögen. Andere fühlen sich unter Palmen sicher, vor deutschen Gerichtsvollziehern oder Staatsanwälten. Das Leben deutscher Aussteiger in der Karibik, zwischen Alkohol und Prostitution, zwischen Traum und Albtraum. K1 die Reportage, abgetaucht im Paradies. Unterwegs an der Nordküste der Dominikanischen Republik. Mit Florian Kötter, einem Reiseleiter. Das Ziel, eine Trauminsel. Ein Muss für deutsche Touristen. Es ist allerdings auch so, die Margrethinsel ist nicht sehr groß. Die ist nur 600 Meter lang, ca. 300 Meter breit. Hunderte von Urlaubern wollen dorthin, jeden Tag. Angelockt von geschäftstüchtigen Ticketverkäufern. Cayo Levantado heißt die Insel, 20 Bootsminuten vor der Küste. Aber unter diesem Namen kennt sie kaum jemand. Für die Touristen ist es die Bacardi-Insel. Hier soll der berühmte Werbespot gedreht worden sein, heißt es in Reisebüchern. Diesen Strand wollen alle sehen. Florian filmt die Touristen. Das Video wird später an sie verkauft. Zur Erinnerung an das Bacardi-Feeling. Die kleine Insel lockt die Urlauber an, völlig zu Unrecht. Werbeleute wissen, in der Dominikanischen Republik wurde nie ein Werbespot für Bacardi gedreht. Allerdings jede Menge Urlaubsvideos. Diesen Strandabschnitt wollen die Touristen natürlich auch sehen. Sie kommen auf die Insel, sie werden an diesen Strandabschnitt geführt. Es werden die ganz obligatorischen Bacardi-Fotos gemacht, ohne Bacardi-Flasche, weil den gibt es ja nicht auf der Insel, das ist Importware. Und das zieht. Karibik wie im Bilderbuch. Das Wasser ist warm, 25 Grad. Zu Hause in Deutschland sind jetzt Schals und Handschuhe angesagt. Zufrieden geht es zurück in die Hotels. Vorher noch ein Gläschen Rum, diesmal aber aus dominikanischer Produktion. Ein Schluck! Ey, da kann ich wahrscheinlich das Feuerzeug anzünden damit. Geheimnisvolle Zutaten sind in diesem Getränk. Die Einheimischen nennen es Mamajuana. Eine Art Viagra der Karibik. La gran potencia. Zu Hause bei Florian Kötter. Nur selten verirrt sich ein Tourist in dieses Viertel. Bescheidener Luxus, zumindest für dominikanische Verhältnisse. Florian kommt aus München. Zwei Ehen hat er hinter sich. Jetzt lebt der 31-Jährige zusammen mit Lolita. Sie ist 19, hat bereits ein Kind. Vor 7 Jahren wanderte der Kameraassistent aus. Für immer. Ich habe in Deutschland alles verkauft, habe damals Koffer gepackt, habe $3.000 eingeschoben, habe Ticket gekauft und Deutschland adios gesagt. Sosua, das Touristenzentrum an der Nordküste. Nirgends gibt es so viele Motorradtaxis, das billigste Verkehrsmittel in der Dominikanischen Republik. Der traumhaft gelegene Strand ist fest in deutscher Hand. Hinter dem Tresen der Schalke-Bar Thomas Schulz aus Niedersachsen, Spitzname Tom. Seinen Beamtenjob hat er in Deutschland aufgegeben, vor 6 Jahren. Zuletzt war Tom Autobahnpolizist auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg. Ich habe auch bei der Polizei schöne Jahre gehabt, aber meine letzte Dienststelle, ich hoffe, dass es irgendjemand von euch sieht, war zum Davonrennen, zum Auswandern sozusagen. Noch vor wenigen Jahren boomte die Kneipenszene in Sosua. Heute bleiben die meisten Touristen in den Hotels. Sie reisen alles inklusive. Gut zu erkennen durch ein Plastikband am Handgelenk.
In den letzten Jahren hat sich das sehr verschlechtert aufgrund dieses All-Inclusive-Tourismus. Dass wir also Touristen hier haben, die tatsächlich vielleicht mit 100 oder 200 Mark herkommen, dass sie sich gerade zwei Ausflüge leisten können, kriegen im Hotel das Essen, die Getränke, die Zigaretten teilweise auch noch umsonst, alles im Preis inbegriffen. Gehen gar nicht raus, erzählen zu Hause, wir waren in der Karibik und haben im Grunde genommen außer dem Pool und dem hoteleigenen Strand gar nichts gesehen. Das ist ein Tourismus, den kann man eigentlich nicht gebrauchen. Da kann keiner von leben. Als Tom nach Sosua kam, hatte er fast 60.000 Mark in der Tasche. Doch das Geld war schnell weg für Frauen, Alkohol und seine Schalke-Bar. Heute muss er unter tropischer Sonne hart arbeiten und dabei auf vieles verzichten. Selbst auf die Gefahren, dass die Leute mich jetzt in Deutschland für verrückt erklären. Wenn von mir Bekannte kommen, Eltern, Freunde, dann gibt es für mich nur eine Sache. Einmal den Aldi-Markt ausräumen. Salami, Fleischsalat, Schmierkäse, Haribo Fantasia. Schätzungsweise 5000 deutsche Auswanderer leben allein an der Nordküste der Dominikanischen Republik. Das sind die Stammleser von Hallo, dem deutschsprachigen Monatsmagazin. Chefredakteur Carlos Gantert kennt die Schicksale vieler deutscher Existenzgründer. Die Karrieren beobachten wir immer wieder. Das sind die Leute, die mit 50.000 Mark hier landen. Sie eröffnen eine Strandbude, eine Strandbar, geben die Hälfte aus für Miete, Kaution und Einrichtung. Dann geben sie den nächsten Teil aus für Getränkeeinkauf. Die Leute legen sich an den Strand, stellen sich eine junge Dame an die Bar, lassen den Tag dahin gehen und am Abend wollen sie kassieren. Das kann natürlich nicht funktionieren. Auch Michael Hees träumte von einem leichten Leben in der Karibik. Der Schwabe aus Plochingen bei Stuttgart wollte an der Nordküste eine Go-Kart-Bahn bauen und an den Touristen Geld verdienen. Stattdessen dreht er Runden vor seiner Wohnung in Sosua. 25 fabrikneue Go-Karts, Stückpreis 7.000 Mark, stehen jetzt im Schlafzimmer. Sein gesamtes Vermögen hat er in dieses Projekt investiert. 700.000 D-Mark. Wir haben unser Geschäft, unseren Pub verkauft und unser Haus dementsprechend belastet. Michael Hees unterschreibt einen Kaufvertrag für ein Grundstück, leistet eine Anzahlung. Als er mit seinem Partner Frank Hauf anfangen will zu bauen, merkt er, dass man sie getäuscht hat. Das Grundstück ist in der Regenzeit gerade mal als Viehweide zu gebrauchen. Es ist Sumpfgebiet, man kann keine Straßen, schon gar nicht Gebäude erstellen. Und der Makler hat uns nicht darauf hingewiesen, dass man hier eigentlich ein unbrauchbares Land vorfindet. Nicht nur der Sumpf macht den Bau der Bahn unmöglich. Das Grundstück stand nie zum Verkauf und gehört mehreren Privatpersonen, die es behalten wollten. Das wussten die beiden nicht. Sie glaubten den Versprechungen des Maklers. Ja, das Problem liegt daran, dass sie sich gegenüber mir und dem Architekten als Verkäufer ausgegeben haben. Als Verkäufer, das heißt, ihnen gehört das Land. Ich als Käufer kaufe von ihnen ein Land. Es stellte sich heraus, dass diesen Leuten dieses Land nicht gehört. Ein feudales Hotel in Santo Domingo, teuerste Geschäftslage, Sitz der Firma Oceanfront. Makler Harald Kuhn, ein Deutscher, der auf der Insel lebt, hat das Grundstücksgeschäft eingefädelt. Es ist ein Land, das ich nicht von mir verkauft habe, sondern das ich für jemanden verkauft habe. Darum habe ich keinen Kaufvertrag gemacht, sondern ein Kaufversprechen. Ich habe ein Kaufversprechen bekommen von dem Verkäufer, und ein Versprechen und dieses Versprechen an ihn weitergegeben. Heute dürfen die beiden Auswanderer das Grundstück nicht einmal betreten. Der dominikanische Besitzer verbietet es. Zwar wurde der Kaufvertrag mittlerweile für ungültig erklärt, das Geld aber sehen die Schwaben nicht wieder. Ohne Grundstück sind die Go-Karts wertlos. Und sie sind das Einzige, was ihnen geblieben ist. Michael Hees ist enttäuscht. Es sind Landsleute und das macht mich besonders traurig. Dass man hierher kommt und dann eventuell denkt, man wird von den hiesigen Leuten, vom einen oder anderen vielleicht durch Unwissenheit über den Tisch gezogen. Aber dass es Landsleute sind, daran denkt man nie. Skrupellose Geschäftemacher sind keine Seltenheit am Strand von Sosua. Vielen wurde bereits in Deutschland der Boden zu heiß. Auch Makler Kuhn. Ich habe keine Zeit, nach Deutschland zu gehen. Und als zweites habe ich in Deutschland ein schwebendes Verfahren in einer Konkurssache, die ich noch durchstehen muss, die gerade anwaltschaftlich bearbeitet werden.
Das Nobelwohnviertel von Sosua. Abgeschirmt vor ungebetenen Gästen und neugierigen Reportern, die Seahorse Ranch. 100 Hektar Parkgelände, exklusive Villen, millionenschwer und streng bewacht. Ein karibisches Paradies direkt am Meer, nur für zahlungskräftige Kunden. Hier beginnt die Suche nach einem deutschen Finanzjongleur, der sich in die Dominikanische Republik abgesetzt hat. Die Seahorse Ranch an der Nordküste der Dominikanischen Republik. Eine einschlägig bekannte Adresse für gut betuchte Aussteiger. Wer hier wohnt, will anonym bleiben. Rund 40 Privatpolizisten beobachten jeden fremden Besucher. Wenn ich nicht weiß, wer das ist, dann rufe ich per Funk die Zentrale an. Der Eindringling wird festgenommen und eingesperrt. Es könnte ja ein Einbrecher sein. Wilhelm Just und seine Freundin Cornelia Wilms, der Gründer der deutschen Finanzfirma AKJ, setzt sich im August 1997 in die Karibik ab. Wenige Monate später bricht die Firma im hessischen Butzbach zusammen. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt wegen Konkursverschleppung, Untreue und Betrug. Während 50.000 Anleger in Deutschland um ihre Spargelder bangen, genießt Wilhelm Just das feine karibische Leben in der Seahorse Ranch. Er habe sich ordnungsgemäß in Deutschland abgemeldet, beteuert Just. Aus meiner Sicht gibt es keine Verdunklungsgefahr. Ich habe der Staatsanwaltschaft immer wieder Gespräche angeboten und immer wieder gesagt, ich stehe für alle Fragen zur Verfügung. Es gibt nichts zu verdunkeln aus meiner Sicht. Gerne wüsste der Staatsanwalt, wohin die verschwundenen Millionen geflossen sind. Viele Anleger vermuten sie in der Karibik. Das allerdings bestreitet der ehemalige Versicherungsagent. Ich habe sehr viele Jahre auch Geld verdient in Deutschland. Und mein Privatvermögen habe ich selbstverständlich teilweise mit hierher genommen. Aber keine Anlagegelder. Nach Deutschland möchte der finanzkräftige Aussteiger nicht zurück. Zumindest vorerst nicht. Und er hat auch gute Chancen, weiterhin unbehelligt von der deutschen Justiz in der Seahorse Ranch zu leben. Es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen der Dominikanischen Republik und Deutschland. Aber das heißt nicht, dass nicht ausgeliefert würde. Ich habe viele Fälle erlebt, wo das sehr schnell und sehr unkompliziert gegangen ist. Da sind ganz bestimmte Kräfte dahinter, die dann das Auslieferungsverfahren über die Interpol betreiben, oft sogar an der deutschen Botschaft vorbei, die überhaupt davon nichts mitbekommen. Aber sie haben hier gute Chancen, das zu verhindern. Besonders wenn sie betucht sind, haben sie durchaus die Möglichkeit, ihren Aufenthalt hier entsprechend zu verlängern. Langweilig wird es Wilhelm Just nicht. Er ist bereits wieder im Geschäft. Auf 24.000 Quadratmeter Grund baut er in der Seahorse Ranch komfortable Villen für zahlungskräftige Deutsche. Also, solange es aus keinen verbrecherischen Handlungen stammt, ist es doch egal. Ist das Geld mir recht? Ich sagte schon, Nero, Geld stinkt nicht. Die Landstraße zwischen Puerto Plata und Sosua. Hier starb der Popstar Falco an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Immer wieder Kreuze am Straßenrand. Autofahren ist in der Dominikanischen Republik besonders gefährlich. Zwar gibt es Verkehrsregeln, aber die scheint hier niemand ernst zu nehmen. Jedenfalls, solange es nicht kracht. Im Fall eines Unfalls, wenn Blut im Spiel ist, kommen alle Beteiligten ins Gefängnis. Florian Kötter weiß, wovon er spricht. Er wurde beschuldigt, in einen schweren Autounfall verwickelt zu sein. Nach seiner Sicht der Dinge wurde er damals gar nicht erst gefragt. Ohne Verhör kam er sofort in Haft. Dominikanische Gefängnisse ist genau wie ein schlechter südamerikanischer Film. Das Gefängnis der Polizei in Puerto Plata. 6 Tage saß Florian Kötter in einer winzigen Zelle. Ein Horrorerlebnis. Wer hier in der Dominikanischen Republik ins Gefängnis kommt, kann mit Zuständen rechnen, dass man auf 15 Quadratmeter sich zusammengepfercht mit teilweise am Wochenende bis zu 15 bis 35 Personen zusammen einfindet, ohne Matratzen, ohne Waschmöglichkeiten, ohne Essen, ohne Getränke, teilweise nicht mal Toilettenmöglichkeit. Und in der Willkür, auch durch die Obrigkeit, ausgesetzt.
106,3 MHz, die Lieblingswelle der deutschen Kolonie zwischen Sosua und Puerto Plata. Am Mikrofon Rüdiger Schwind, Diplom-Entertainer aus Chemnitz. Die aktuelle Radiozeit, es ist 14:05 Uhr. Es folgen die Nachmittagsmeldungen, präsentiert vom deutschen Domrep-Magazin. Hallo! Ein heftiger Wirbelsturm bewegt sich langsam auf das Festland zu. Sein Zentrum lag gestern Abend um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit 185 Kilometer vor der Ostküste von Honduras. Das wichtigste Thema ist das Überleben. Wie kann man überleben? Wo kann man Geld verdienen? Wo findet man Möglichkeiten, wo findet man Wege, die so interessant sind, dass man das recht teure Leben hier in der Dominikanischen Republik sich leisten kann? Es ist teurer wie in Deutschland. Beziehungsfrust hatte ihn vor 5 Jahren in die Dominikanische Republik geführt. Fast wäre Rüdiger Schwind der Neuanfang im karibischen Paradies misslungen. Ja, angekommen, 14 Tage Urlaub gemacht. Plötzlich lachte mich ein Papierkorb an, auf einer wunderschönen Halbinsel, der sogenannten Bacardi-Insel, auf dem stand, machen Sie sich selbstständig in der Dominikanischen Republik mit einer Telefonnummer aus Deutschland, die ich dann, nachdem ich zurückgekehrt bin, angerufen habe. Mit diesem Herrn bin ich dann wieder rübergeflogen. Der hat mich dann um Runde 10.000 D-Mark ärmer gemacht mit einer Grundstücksspekulation. Im Nachhinein habe ich gehört, dass ich auch nicht der Einzige war. Und dann habe ich das Land lieben gelernt, kennengelernt und lieben gelernt und möchte nicht mehr nach Hause gehen. Aussteigen, hierbleiben, abtauchen. Gedanken, die viele Urlauber beschäftigen. Robert Trajkovic aus Essen zum Beispiel. Der Drucker hat sich gerade in diesen Tagen in eine Dominikanerin verliebt. Ganz spontan hat er seinen Urlaub verlängert. Erstmal um eine Woche. Dann habe ich mir gedacht, jetzt fährst du gar nicht mehr zum Flughafen, bleibst direkt hier. Und dann habe ich hier abends um 18.25 Uhr, wenn mein Flug gegangen, dann habe ich mich hier mit dem Fotoapparat hingestellt. Und ich wusste ja, wo die Flieger, der Flughafen ist direkt gegenüber hier. Da habe ich den Flieger aufsteigen sehen, habe den schön noch geknipst. C'est la vie. Das Flugticket hat er getauscht mit einem Freund, der früher nach Deutschland zurück wollte. Irgendwann will Robert langfristig in der Dominikanischen Republik leben. Vielleicht sogar für immer. Ich bin zwar in Deutschland geboren, meine Eltern sind Jugoslawen. Ich habe andere Mentalitäten kennengelernt. Ich passe irgendwie nicht rein, sage ich von mir selbst. Ich kenne mehrere Leute, die von sich sagen, die passen nicht in das Leben in Deutschland rein, aber ich passe wirklich nicht rein. Sagen meine Freunde und meine Kumpels, sagen das auch immer andauernd zu mir. Ich komme mit der kühlen Art, mit dem Klima, da fängt es schon an. Das komme ich nicht klar. Auswanderer mit wenig Geld landen zumeist am Strand von Sosua. Hier werden Tipps gehandelt fürs Überleben unter Palmen. Ulf Lars aus Sachsen-Anhalt hat sich bei deutschen Wirten erkundigt. So in den Gesprächen, die ich mit den Leuten hier so bis jetzt geführt habe, wurde mir so was zwischen 50 und 100.000 D-Mark gesagt. Und wenn du eben mit 100.000 Dollar hierher kommst, könntest du wohl theoretisch vom Hören sagen, auch von den Zinsen leben. Davon kann Ulf Lars nur träumen. Vor wenigen Wochen hat er seinen Job in Deutschland verloren. Vielleicht bleibt er, jobbt in einer der Strandbars, auch für weniger Geld als in der Heimat. Ich sag mal, gut, die stehen von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr in ihren Pinten. Aber ich sage mal, das ist immer noch besser als wie das, was ich in Deutschland gemacht habe. Da ich den ganzen Tag für Aldi oder Lidl, Norma irgendwelche Waren zusammenstelle, wo ich 16 Kilo Kisten in 4er-Lagen aufstapeln muss oder sonst irgendwie was. Ein kleines Hotel in Las Terenas auf der Halbinsel Samaná. All-Inclusive-Tourismus ist hier verpönt. Die Gäste wohnen Halbpensionen. Guten Abend, liebe Gäste. Ich heiße Sie auf Punta Bonita recht herzlich willkommen. Und von nun an versteht ich das Buffet für Sie bereit. Ich wünsche Ihnen recht guten Appetit. Danke. Bitte sehr. Jeden Abend um 19 Uhr hat Felix Sevenig seinen großen Auftritt. Dann steht er hinter dem Grill und verwöhnt die Gäste. Einmal Fisch. Und einmal was. Jawohl. Ja,
Tagsüber arbeitet der 58-Jährige in den Bergen der Halbinsel Samaná, rodet den Urwald für seine Gemüsefelder. Das Gelände gehört einem deutschen Hotelbesitzer, der wie Felix ebenfalls aus Freiburg stammt. Ein ungewöhnliches Leben unter Palmen, dennoch Felix ist glücklich. Ich finde es weitaus gemütlicher wie in Deutschland. Du hast hier sehr viel Handarbeit und du hast trotzdem Zeit, was man in Deutschland eben nicht mehr hat. Trotz Maschinen wird die Hektik ja immer schlimmer. Hier hast du Zeit. Vor 4 Jahren ist er ausgewandert. Seinem Beruf als Gärtner ist Felix allerdings treu geblieben. Anders als in Deutschland kann er mehrmals pro Jahr ernten, ohne Gewächshaus. Das Gemüse verkauft er in den Hotels. Kaffee gibt's frisch vom Strauch hinter dem Haus. Ein geruhsames Leben im dominikanischen Tropenparadies. Die Leute sind zwar arm, sind aber kontaktfreudig. Und von dem bisschen, was sie haben, geben sie noch was her. Während der Europäer, der viel Geld hat, der sitzt auf seinen Sachen, der denkt gar nicht daran, einem anderen mal einen Kaffee anzubieten. Hier ist das eine Selbstverständlichkeit. Wo Felix lebt, sieht man deutsche Touristen nur selten. Und wenn, dann sitzen sie meist im Reisebus, sehen das dominikanische Leben vorbeihuschen. Felix dagegen ist mittendrin. Okay, grazie. Der Strand von Las Terenas. Nelly, die junge Freundin, wartet. Karibik pur. Schöner als in der Bacardi-Werbung. 15 Kilometer Palmen, Sand und Meer. Kaum Touristen. Für Felix wie im Paradies. Mitternacht in Sosua. Auftritt für Silvia Wörl aus Ingolstadt. Bauchtanz ist ihr Hobby. Tagsüber arbeitet die Schöne am Flughafen von Puerto Plata. Seit einem halben Jahr lebt sie in der Karibik. Zeit genug, um auch die dominikanischen Männer kennenzulernen. Die dominikanischen Männer kommen eigentlich gleich zur Sache, um was es geht. Die deutschen Männer sind sehr, sehr zurückhaltender. Die laden die Frau erstmal zum Essen ein, zum Kennenlernen, zum Kaffee trinken oder sonstiges. Die dominikanischen Männer sind sehr, sehr viel direkter. Man geht zum Tanzen und das Weitere ergibt sich dann. Das Tropics, derzeit die angesagte Nachbar in Sosua. Wahrscheinlich wegen der hübschen Bedienung. Auch Tom, der ehemalige Autobahnpolizist aus Niedersachsen, ist dabei. In Sosua ein anerkannter Experte fürs Nachtleben. Also hier verkehren überhaupt keine Prostituierten, außer der Tourist bringt sie mit. Aber sehr nette Mädels hinter der Bar und ja, ist einfach schön. 2 Uhr früh. Zeit für einen Rundgang. Mindestens 2-mal pro Woche ist Tom unterwegs. Kein Problem in Sosua. Eine Sperrstunde gibt es hier nicht. Der Türsteher, ein ehemaliger Kollege. An keinem anderen Ort in der Karibik gibt es ein so ausgeprägtes Nachtleben. Tom kennt viele der Mädchen, die allerdings kaum zu ihrem Vergnügen tanzen. Die Mädels kommen hierher, weil sie Geld verdienen müssen. Sie sind... Die meisten jedenfalls sind geschwängert worden. Vielleicht nicht das erste, das zweite Mal, das dritte Mal, wer weiß. Der dominikanische Mann sucht das Weite, stehen mit den Kindern da. Wenn sie normale Arbeit jetzt in Anführungsstrichen am Strand als Kellnerin oder im Nachtleben annehmen würden, verdienen sie zwischen 220, 250 Mark. Davon kann man keine Miete bezahlen, leben und auch noch das Kind versorgen, ist einfach nicht drin. Geht nicht. 3 Uhr früh. Tom kommt am Plaza Marinero vorbei, seinem ehemaligen Arbeitsplatz. Die Diskothek ist 1996 abgebrannt. Tom war hier Rausschmeißer, bevor das Lokal und viele der umliegenden Bars auf Anweisung der Regierung geschlossen wurden. Es war ein ziemlich abartiger Sextourismus oder die Anmache von den Frauen, aber dieser Laden ist unschlagbar. Unschlagbar. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keinen Laden, so wie dieser Laden gewesen ist. Auf der ganzen Welt nicht, schwöre ich. Aufnahmen, die 3 Jahre zuvor am selben Ort entstanden. Jahrelang wurde die Prostitution in Sosua von den Behörden geduldet. Damals arbeiteten Tausende von Mädchen aus den Provinzen in dem Urlaubsort.
Auf den Straßen und in den Diskos suchen sie Kontakt zu den männlichen Gästen. Vorbei, vergessen. Offene Prostitution, so wie damals, ist der Regierung ein Dorn im Auge. Ich meine, man kann immer noch super Fiesta feiern, Party feiern. Es ist immer noch irgendwo cool. Die Mädels sind natürlich immer noch genauso hübsch wie früher. Aber das ist so, als wenn man aus der Düsseldorfer Altstadt einfach die Königsallee rausreißt. Eine Wohnanlage in Sosua. Hier können sich deutsche Aussteiger ihren karibischen Traum erfüllen. Ein Haus von der Stange kostet rund 100.000 Mark. Mindestens doppelt so teuer wird dieses Haus. Die Handwerker sind Dominikaner. Der Bauunternehmer ein Schwabe, Gerhard Philipp. Einer der wenigen Deutschen, die es geschafft haben in Sosua. Allein hier hat er bereits 45 Häuser gebaut. Deutsch-dominikanische Wertarbeit. Es gibt hier ein paar Schlüsselgewerke, die auch wir von deutschen Handwerkern machen lassen. Da gehört also dazu die Elektroarbeiten. Da ist die dominikanische Auffassung sehr, sehr laissez-faire. Da haben wir also einen deutschen Elektromeister, der uns die Elektroinstallationen macht. Das Haus gehört einem deutschen Bananenimporteur. Standesgemäß will er die Pflanzen auch in seinem Garten haben. Da werde ich mit dem Bauherr vorher noch Kontakt aufnehmen. Er versteht da, glaube ich, ein bisschen mehr wie ich davon, dass wir auch die richtige Sorten dann einpflanzen. Dieses Vorzeigehaus der Wohnanlage ist bereits verkauft. Für 220.000 Mark an einen Teilzeitaussteiger. Er verbringt hier seine Ferien. In der übrigen Zeit wird das Haus an Urlauber vermietet. 100 Quadratmeter Wohnfläche, komplett möbliert, zuzüglich Gästehaus und Schwimmbad. Die Betriebskosten sind hoch. Inklusive Poolservice und Gärtner 450 Mark im Monat. Dennoch, das Immobiliengeschäft floriert. Besonders interessant sind solche Häuser anscheinend für Steuerflüchtlinge. Es gibt hier auf der Insel diesen etwas lockeren Spruch. Unser bester Verkäufer war Theo Weigel. Wenige hundert Meter entfernt, das Haus von Werner Seib. Der 50-Jährige stammt aus Mainz, betreibt eine kleine Farm und verkauft gelegentlich Grundstücke an deutsche Aussteiger. Jeden Tag holt Werner Seib die drei Töchter seiner jungen dominikanischen Frau von der Schule ab. Ein idyllisches Landleben, ruhig und friedlich. Bis zu jener Nacht, als vier bewaffnete Männer in sein Haus eindringen. Einer trug eine Maske, wie man sie so kennt, aus Wildwestfilmen, so von unten nach oben. Die anderen drei trugen Masken, das waren mehr so Kopftücher, die so runterhingen und mit Augenschlitzen drin. Wir sind alle ruhig geblieben. Ja. Es bestand auch gar kein Grund oder Anlass, den Held zu spielen. Weil wenn vier Leute bewaffnet vor dir stehen, dann ist es also besser, du verhältst dich ganz ruhig. So, die haben sich uns gegenüber auch völlig ruhig verhalten. Ja gut, und dann haben sie eben alles, was so brauchbar war von Haus, angefangen von Kinderkleidung, Essensvorräte, Geld, ein bisschen Schmuck, praktisch das ganze Haus leergeräumt. Kein Einzelfall. Die rund 200 deutschen Hausbesitzer in La Mulata sind verunsichert. Immer öfter gibt es Einbrüche, Raubüberfälle und Diebstähle. Die Polizei ist hilflos. Eigeninitiative ist gefragt. Karl Fischer ist dafür Experte. Als er 1992 in La Mulata sein Haus baute, war die Gegend noch einsam. Der Heidelberger wollte Schutz. Einfach, aber hochwirksam. Abends, wenn das Auto in der Einfahrt geparkt ist, schließt Karl Fischer die Sicherheitslücke. Ein Elektrodraht umspannt das gesamte Grundstück. Ja, das ist für Sicherheit, weil hier versucht wurde, übers Tor zu steigen. Und jetzt habe ich meine Alarmanlage hier verlängert. Die verbinde ich jetzt hier mit dem Hauptstollen, sodass jetzt hier, wenn jemand drüber steigt, auch hier abgesichert ist mit 7000 Volt. Stecker rein und schon wird das karibische Heim zum Hochsicherheitstrakt. Der Stromschlag setzt Einbrecher vorübergehend außer Gefecht. Sollte er diesen Zaun überwinden, dann steht er vor dem Hund. Wenn er den auch noch überwindet, ja, dann steht er oben vom Haus. Und dann, wenn ich dann noch nicht reagiert habe,
ich habe schon was, wo ich mich dann vom Haus aus nach außen wehren kann. Nur, es wird auch hier sehr oft der Fehler gemacht, dass die Leute rausgehen aus dem Haus, gucken, wenig Licht, gehen draußen rum, warum bellt der Hund, laufen draußen rum, sehen nichts, gehen rein. Und dann stehen die Typen drin und halten dir die Kanone an den Kopf. Karl Fischer ist vorsichtig. In Deutschland war der 58-Jährige einige Jahre bei der Polizei. Heute ist er Tauchlehrer, seine Frau arbeitet bei einer Reiseagentur. Karibischer Wohlstand mit europäischem Standard. Von der Insel weg will Karl Fischer nicht mehr, obwohl er auch die Schattenseiten des tropischen Paradieses kennt. Hier kannst du alles kaufen. Du kannst Mordauftrag geben für 5000 Peso. Ja, hier funktioniert alles. Las Galeras, einer der schönsten Plätze in der Dominikanischen Republik. Kokospalmen, soweit das Auge reicht. In das Dorf am östlichen Ende der Halbinsel Samaná kommen kaum Touristen. Einheimisches Leben pur. Ein idealer Ort für Aussteiger aus Deutschland. Auch für Peter und Barbara H. aus Hamburg. Sie kaufen sich ein Grundstück am Meer und bauen ein Haus. Ein Jahr später verschwindet das Ehepaar plötzlich spurlos. Zwei Wochen lang werden Barbara H. und ihr Mann weder in Las Galeras noch in ihrem Haus gesehen. Erst als ein Fremder mit dem Auto des Ehepaares spazieren fährt, schöpfen die Nachbarn Verdacht. Und dann habe ich gedacht, hey, da stinkt irgendwas, da ist was faul. Und dann habe ich mir auf die Pirsch gemacht. Aber nicht öffentlich, sondern verdeckt erst immer, um keine Hühnerscheu zu machen. Und dann haben sich so viele Indizien zusammengefunden, dass eigentlich klar war, dass da was passiert war. Weil das Verhalten der Leute nicht dem entsprach, was man unterstellt hat. Die wären nie hergegangen und hätte ihr Auto irgendeinem Dominikaner zur Verfügung gestellt. 50 Quadratmeter Wohnfläche. Das bescheidene karibische Paradies der Auswanderer. Ohne Toilette, ohne Wasser, ohne Strom. Auf dem Bett ein Wörterbuch. Das Ehepaar hatte noch viele Pläne. Nachdem die Indizien ausreichend waren, um zu sagen, jetzt gehen wir der Sache auf den Grund, haben wir eben die örtliche Behörde so engagiert, dass es dann auch zur konkreten Festnahme kam und einem ordentlichen Verhör mit dem, was dazugehört. Und siehe da, innerhalb von weniger als 24 Stunden war ein Geständnis da. Von wem? Von einem Dominikaner, der heißt Martin, eben bekannter Krimineller für Kleinkram in der Gegend. Der mutmaßliche Mörder erschießt das Ehepaar und vergräbt die Leichen in einer Sanddüne 100 Meter vom Haus entfernt. Wahrscheinlich ein Auftragsmord. Ein amerikanischer Immobilienmakler, in den USA per Haftbefehl gesucht, hatte dem Ehepaar aus Hamburg das Grundstück unter dubiosen Umständen vermittelt. Ein Geschäft mit offensichtlich tödlichem Ausgang. Was ich auch an Informationen bekommen habe, ist, dass die sich eben halt gar nicht bewusst waren, was für Schwierigkeiten hier in dem Land auf sie zukommen. Die haben einfach nur gedacht, ach, wir ziehen ins Paradies, wir kaufen uns ein Stückchen Land, wir bauen uns ein Häuschen und haben sich vorher gar nicht mit der Materie befasst. Wolfgang Räker und seine dominikanische Freundin trafen das Ehepaar häufig hier in dieser Strandbar. Der Doppelmord hat den Traum vom unbeschwerten Leben im Tropenparadies erschüttert. Es hat eine ganz andere Qualität mittlerweile bekommen. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn ein ganz normaler Einbruch verübt wird, als wenn irgendwie Leute, die versuchen einfach dem kalten Deutschland zu entfliehen, um ihr Paradies hier aufzubauen, zwei Kugeln irgendwie in den Kopf gejagt werden. Geschäfte mit skrupellosen Immobilienhändlern zerstören meistens die Träume deutscher Aussteiger in der Dominikanischen Republik. Das Prinzip ist immer wieder dasselbe. Makler verkaufen Grundstücke, für die sie keinen Auftrag haben, oder veruntreuen die Vorauszahlungen ihrer Kunden. Unberührte Natur und tropisches Klima. Die andere Seite der Insel. Eine Trauminsel für die, denen es gelingt, sich auf dieses Land und seine Einwohner einzulassen. Doch viele deutsche Aussteiger kommen mit den falschen Erwartungen. Denn die Dominikanische Republik ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel für Touristen, sondern auch ein Entwicklungsland. Auf das einfache Leben und die Armut der Bevölkerung sind die meisten nicht vorbereitet. Niemand kann sich in diese Mentalität hineinversetzen. Die Denkweise ist völlig anders und man kann viele
Äußerungen und viele Handlungen eines Dominikaners überhaupt nicht nachvollziehen. Er denkt anders. Es zwingt mich niemand, hier zu sein. Und wenn ich hier bin, dann bin ich Gast hier. Und dann habe ich mich als Gast zu benehmen. Man muss selber auf sich aufpassen können. Jemand, der nicht selber auf sich Acht geben kann und mit Problemen konfrontiert wird, das wird einem sehr schnell zum Verhängnis. Florian könnte jederzeit zurück nach Deutschland. Aber der Reiseleiter bleibt lieber im Tropenparadies. Für ihn hat sich in der Dominikanischen Republik sein Traum erfüllt. Viele andere deutsche Aussteiger dagegen würden am liebsten wieder weg, wenn sie könnten. In Deutschland warten auf sie der Gerichtsvollzieher, manchmal sogar die Polizei. Für sie ist die Karibikinsel eine Art Gefängnis. Ein tropisches Alcatraz.